Hallo, ich bin Finja, ich mache Wasserspringen und ich nehme euch heute mit auf einen typischen Montag von mir. Es ist gerade ungefähr 6 Uhr morgens. Ich bin vor ein paar Minuten aufgestanden, frühstücke jetzt und mache mich dann fertig für den Tag. So, es ist jetzt ungefähr 6.35 Uhr und ich verlasse gerade das Haus und mache mich auf den Weg zur Bahn. Und ich wollte die Zeit nochmal nutzen, um mich ein bisschen genauer vorzustellen. Also wie schon gesagt, ich bin Finja, ich mache Wasserspringen und das schon seitdem ich 4 Jahre alt bin. Und zum Wasserspringen bin ich gekommen durch meinen Bruder, der es halt auch schon gemacht hat. Und dann habe ich das immer gesehen, wenn ich mit dabei war, als wir ihn abgeholt haben. Und dann wollte ich es auch unbedingt machen. Und dann durfte ich dann mit 4 Jahren endlich anfangen. Und jetzt, knappe 11 Jahre später, bin ich auf Sportgymnasium in der 9. Klasse, in der Streckerklasse. Was eine Besonderheit ist am Sportgymnasium. Denn hier können wir 9. und 10. Klasse über 3 Schuljahre gestreckt machen. Sodass wir dann wöchentlich gesehen weniger Unterricht haben als die normalen 9. Klassen. Und dafür dann mehr Zeit haben fürs Training. Eine andere Besonderheit am Sportgymnasium ist der sogenannte VSU. Das ist quasi Training, nur dass wir da auch Noten bekommen können. Und diese Noten werden dann zu einer VSU-Note zusammengefasst. Und diese macht dann 50% von unserer Sportnote aus. Genau, das ist halt auch nochmal eine Besonderheit am Sportgymnasium. Aber ansonsten sind wir dennoch in einer relativ normalen Schule. Genau. Ja, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg zur Bahn. Und wir sehen uns an der Halle wieder. So, ich bin jetzt quasi an unserer Schwimm- und Sprunghalle. Es ist jetzt ungefähr um 7. Ich weiß gerade nicht, ob man das Glockenläuten im Hintergrund hören kann. Und ich muss jetzt erstmal noch einen Corona-Test machen. Und dann gehe ich mich umziehen und wir starten dann in unserer Trockensprunghalle mit dem Landtraining. Okay, ich bin jetzt fertig umgezogen und zeige euch jetzt mal unsere Trockensprunghalle. Da doch dort so einiges drin ist. Wenn man reinkommt, sieht man hier gleich zuerst mal unsere Trampoline. Hier haben wir einen Tisch, wo wir alle unsere so Trinkflaschen und Schlüssel und so abstellen. Und genau, dann wie gesagt hier unsere Trampoline. Und dann haben wir zu unserer linken Seite unsere Trockensprunggrube mit einem Brett auf einen Mattenstapel, 2 Bretter in die Grube und einen Turm in die Grube. Und da haben wir noch rechts hinten noch eine weitere Turmkante. Hier haben wir eine Bodenfläche, dort oben eine Akrobatikbahn und oben eine Trampolinbahn.
Und dann haben wir überall noch so ein paar Geräte rumstehen, wie dort hinten die Bosus und Petsi-Bälle oder den Barren dort oder diese zwei Blöcke da. Und da hinten haben wir auch noch eine Sprossenwand. Und hier haben wir noch ein Drehgerät, dort wird dann eingeschnallt und dort kann man zum Beispiel auch Mehrfachdrehungen erstmal so üben, bevor man das dann im Wasser macht. Jetzt die Details unseres Landtrainings. Und ab! So, willkommen in unserer Wasserhalle. Hier haben wir unsere Brettseite mit 2 Meter Brettern, einem 3 Meter Brett und das hintere 3 Meter Brett ist ein Hydraulikbrett. Das können wir zwischen 1 und 3 Metern in der Höhe verstellen. Und dann kommen wir hier rüber auf unsere Turmseite. Da haben wir auch nochmal 2 3 Meter Bretter und dann die Türme 1, 3, 5, 7,5 und 10 Meter. So, und jetzt geht's auch für mich ins Wasser. Okay, es ist ungefähr kurz vorm 11. Ich bin jetzt fertig mit meinem ersten Training. Wie ihr gesehen habt, war es heute ein bisschen mehr spielerisch betont und im Wasser haben wir auch mehr technischere Sachen gemacht, also leichtere Sachen, wie ihr gesehen habt, ohne große Absprünge, sondern haben uns aufs Eintauchen fokussiert. Und jetzt bin ich auf dem Weg zur Schule. Ich habe heute Gemeinschaftskunde und Mathematik. Und danach bin ich tatsächlich auch schon durch mit meinem Schultag und mache mich dann wieder auf den Weg hierher zu meiner zweiten Einheit.
sind jetzt hier auf dem Schulgelände angekommen. Das ist das Fußballerinternatsgebäude. Dahinter ist das GTA-Haus, wo noch ein paar kleinere Räume drin sind für ein paar kleinere Klassen. Und dahinter sind noch weitere Internatsgebäude. Und das ist unser Schulhaus. Dieser Flügel ist für das Gymnasium. In der Mitte sind die ganzen naturwissenschaftlichen Räume. Und das ist der Flügel der Oberschule und die Mensa unten drunter. Und genau, jetzt seht ihr dort nochmal das GTA-Haus ganz gut. Und ich mache mich jetzt auf den Weg zu meiner ersten Stunde. Heute hatten wir die Aufgabe, ein Lernvideo zu drehen. Deswegen sind wir in ein leeres Klassenzimmer gegangen und es ist da auch ausnahmsweise mal kein Lehrer bei uns mit dabei. Wir sind jetzt hier gerade in unserer Mensa. Wir haben dort eine Cafeteria, wo man so Snacks und Getränke kaufen kann. Hier haben wir eine Salatbar und eine Suppe. Und dann haben wir pro Tag immer 3 Gerichte zur Auswahl. Dabei ist immer 1 vegetarisch und es gibt nur noch ein Nudelgericht. Und dann gibt es hier hinten immer noch Nachtisch. Hier habe ich gerade Mathematikunterricht. Und wie ihr seht, arbeiten wir in der Schule mit iPads, die wir von der Schule geliehen bekommen. Und auch hier hatten wir eher eine Stundenaufgabe, weswegen ich auch die ganze Zeit beschäftigt war und weniger hoch zur Tafel geschaut habe, quasi, weil ich die ganze Zeit an einer Aufgabe gearbeitet habe. So, ich bin jetzt schon fertig in der Schule und mache mich jetzt auf den Weg zu meiner zweiten Einheit. Also sehen wir uns dann gleich wieder in der Schwimmhalle. Ich bin jetzt schon wieder in der Sprunghalle und ziehe mich jetzt gleich um für meine zweite Trainingseinheit. Ich versuche natürlich wieder einige Sachen zu filmen. Diesmal wird es ein bisschen schwieriger sein, da ich jetzt auch die ganzen kleineren mittrainieren und wir dadurch auch weniger Platz haben in der Halle. Aber wir machen das Beste draus. Und jetzt folgen einige Ausschnitte aus meinem Training. Es ist jetzt 18 Uhr und ich bin fertig mit meiner zweiten Einheit und fertig für heute. Anderen konnte ich leider nicht filmen, das war leider nicht möglich. Und im Wasser haben wir uns nochmal ein bisschen mehr auf die Technik fokussiert. Diesmal ein bisschen mehr aufs Rückwärts eintauchen. Ja, tut mir natürlich leid, dass ich euch nicht die spektakulären Mehrfachdrehungen zeigen konnte, die unseren Sport eigentlich ausmachen. Aber auch so ist es Part unseres Trainings und auch ein wichtiger Bestandteil unserer Sportart, da wir technische Details an leichteren Sprüngen üben müssen, um die dann in schwereren Sprüngen umsetzen zu können. Jetzt warte ich noch darauf, dass meine Mutter mich abholen kommt, damit ich dann möglichst schnell zu Hause bin.
So, es ist jetzt kurz vor 6:30 und ich bin jetzt endlich wieder zu Hause angekommen. Und ja, es ist halt einfach nur noch Abendbrot essen. Ich muss noch meine genauen Trainingsdaten von heute eintragen, also was ich an Land wie lange gemacht habe und wie oft ich welchen Sprung im Wasser gemacht habe. Und ja, dann ist es eigentlich nur noch ein bisschen entspannen und dann geht es auch schon ins Bett und dann fängt der Tag schon wieder von vorne an. So, mein Tag ist jetzt hiermit eigentlich auch schon beendet. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt einen kleinen Einblick darin gewinnen, wie mein Tag so abläuft.